Gute, moin moin und hallo. Willkommen zum ersten Video hier auf meinem Kanal. Wie unschwer zu erkennen, geht es heute um die Death Guard. Genauer gesagt, die Plague Marines der Death Guard. Warum ich das Video mache, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin jetzt schon mehrfach darauf angesprochen worden, ob ich denn nicht einfach mal erklären könnte, wie ich diesen Effekt, den ihr hier seht, so hinbekomme. Und darüber reden wir jetzt. Wie bei anderen Miniaturen auch, steht bei mir an erster Stelle erstmal das Grundieren. Und zwar nutze ich hier meine Airbrush und dazu ganz gerne die Farben der Firma Vallejo. Hier ein German Panzer Grey, was ein ja, sehr dunkles Grau ist. Warum ich kein Schwarz nehme, ist ganz einfach, denn diese Grundierung ja, fungiert nicht nur als Grundierung, sondern auch schon als Schattenschicht für den nächsten Arbeitsschritt, zu dem wir jetzt dann gleich kommen werden. Ja, und hier sieht man dann schon, was ich gemeint habe, als ich sagte, dass die Grundierung auch als Schatten fungiert. Und zwar sprühe ich hier hellere Farbtöne von oben auf. Das Ganze nennt sich im Englischen dann Zenithal Highlighting und soll eigentlich ja, einen Lichteinfall von oben simulieren. Dazu benutze ich einmal Bone White, so als Mitteltöne, und sprühe die in einem Winkel bis zu 45-60 Grad auf. Und obendrauf kommt dann im Winkel von maximal 85, eher 90 Grad, also quasi direkt von oben, dann ein noch hellerer Farbton, in dem Fall Ultharan Grey. Der Effekt ist eigentlich ganz einfach der, man erkennt schon, wo ja, Höhen und Tiefen sind, man erzeugt Schatten schon von vornherein und Kontrast. Und da ich gerne mit Shades und Glazes arbeite, sieht man dann diese Schatten und diese Kontraste, die man mit dieser Grundierung im Prinzip erzeugt hat, schon wunderbar durch. Das heißt, man spart sich unterm Strich dann einfach ja, Shading und Highlighting. Und Zeitsparen ist genau das, was ich will, weil ich will ja meine Sachen und meine Figuren zwar gut aussehend, aber möglichst schnell auf das Spielbrett bekommen. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann gleich. Im nächsten Schritt male ich die Grundfarben auf. Und ich fange in diesem Fall hier an mit den ganzen Bronze- oder kupferfarbenen Verzierungen der Death Guard-Rüstung an, was ja relativ viel sein können, wie wir alle wissen, nicht wahr? Und zwar benutze ich hier die Farbe Copper von Vallejo Metal Color. Wer die Metal Colors noch nicht kennt, das sind ja Metallfarben, die eigentlich für die Airbrush gedacht sind, aber lassen sich natürlich auch wunderbar mit dem Pinsel auftragen, eben weil sie ja schon vorverdünnt sind. Aber obwohl sie ein wenig dünn sind, decken sie fantastisch über fast jede Grundierung. Also es macht echt Spaß, mit diesen Metallfarben zu arbeiten. Der einzige Wermutstropfen ist, dass es zwar zig verschiedene Silbertöne gibt, also vom dunkelsten Stahl über dreckigen Auspuffstahl bis hin zum hellsten Silber, aber leider nur ein Gold- und ein Kupferton. Die sind aber dann relativ realistisch gehalten und der Goldton ist so ein bisschen matter und der Kupferton, wie ihr seht, auch jetzt nicht das intensivste und hellste, aber das mag ich ja und passt auch ganz gut zum Farbschema. Ansonsten vielleicht mal generell, ich bin eigentlich nicht festgelegt auf eine Firma, wenn es um Farben geht. Ich pick mir da immer so das Beste raus, sei es Metallfarben hier von Vallejo, sei es Kontrastfarben von GW. Mir kommt es ein bisschen auf die Farbtöne an und ob ich sie gut mit der Airbrush benutzen kann. Aber im Prinzip kann man hier natürlich auch ein anderes Kupfer benutzen, wie zum Beispiel Balthazar Gold oder irgendwas anderes von Vallejo oder von Scale oder wem auch immer. So, jetzt geht es um alles Fleischige, Organische, Tentakelige, wovon es ja bei Nurgle relativ viel gibt. Dazu benutze ich hier Contrast Magus Purple von Games Workshop. Kontrastfarben sind jetzt nichts bahnbrechend Neues. Ich habe im Prinzip früher auch schon mit verdünnten Farben oder mit den vor allem den Game Inks von Vallejo gearbeitet. Aber es gibt natürlich von GW viel, viel mehr Farbtöne, als es von den Inks gab. Und man muss relativ wenig ja, verdünnen. Ne? Es gibt manche Kontrastfarben, die muss man verdünnen. Dafür gibt es ja extra ein Medium. Aber das ist eher so die Ausnahme, während man bei den Inks, die sehr pigmentintensiv ist, auf jeden Fall verdünnen muss. Und ja, ich sag mal, für mehr konsistente Ergebnisse und für ja, weniger Aufwand sind die Kontrastfarben wirklich toll. Weiter geht's mit allem Hornartigen. Dafür benutze ich Basilicanum Grey. Und wie wir alle wissen, sind ja Hörner nicht immer nur ja, Knochenfarben, sondern haben verschiedene Farbabstufungen.
Und dazu eignen sich die Kontrastfarben auch ganz gut. Denn wenn ich es auftrage, habe ich einen Teil des Horns, der im Dunkel ist und ansonsten noch die etwas hellere Grundierung von unten durchscheinen. Auch hier, wie gesagt, funktionieren Kontrastphasen super. Und man muss eigentlich im Nachgang nur noch mal ein bisschen vielleicht mit dem Drybrush rangehen an der Spitze oder so. Und schon hat man einen tollen Horneffekt. Weiter geht's mit allem Silbermetallfarbenen. Auch hier benutze ich wieder eine Metal Color von Vallejo, nämlich Dark Aluminum. Ist von der Farbgebung ungefähr mit Lead Belgium von Games Workshop zu vergleichen. Und warum benutze ich hier so eine helle Silberfarbe, weil es doch eigentlich Nörgelminiaturen sind? Ganz einfach, die werden natürlich später noch verwittert. Aber ich brauche einen helleren Silberton als Basis, um damit arbeiten zu können. Während wenn ich einen dunkleren Silberton habe, der durch das Verwittern dann später ja noch dunkler wird und dann einfach zu dunkel wird und nicht mehr so wirklich als Metall zu erkennen ist. Aber auch hier, wie gesagt, die Metal Colors von Vallejo, meine heiße Empfehlung, wenn ihr viel mit Metall arbeitet, Metallfarben arbeitet, holt euch die Metal Colors, die sind fantastisch. Als nächstes bemale ich die Gehäuse der Waffen, also der Bolter, der Plasmagewehre, was auch immer. Und dazu benutze ich Dark Reaper von Games Workshop. Dark Reaper ist ja so ein ganz, ganz dunkles Blaugrau und das gefällt mir wesentlich besser, als jetzt einfach nur ein Schwarz zu nehmen. Weil auch das sich natürlich farblich noch verändert, wenn ich später dann Verwitterungseffekte drüber lege. Als nächstes benutze ich Kontrast Wildwood, auch von Games Workshop, und zwar für alles, was irgendwie Leder oder Holz sein soll. Und zwar gibt es auch Snakebite Leather, was eine wirklich tolle Kontrastfarbe ist, aber eben eher so für helleres Leder. Und da ich hier sehr alte Waffen habe, die schon einiges mitgemacht haben, wollte ich eben einen etwas dunkleren Ledereffekt nehmen. Benutze ich also hier für den Flail of Corruption zum Beispiel oder eben auch für die Lederbänder. An einer solchen Klinge von dem anderen Space Marine. Auch Wildwood, eine ganz tolle Kontrastfarbe, die ich nur empfehlen kann. Und wie man hier sieht, hat man dann auch gleich schön Schattierungen und Highlights alles in einem, weil man eben die helle Grundierung noch durchsieht. So, kommen wir zu der Haut von unserem Plague Marine Champion. Dafür benutze ich einen Mix aus Athonian Camo Shade, Koya Green Shade und Lamy Medium und zwar 1:1:2. Ich möchte also quasi, dass die beiden Shades zu 50% gemischt werden mit dem Medium. Hat einfach den Grund, dass sie dann nicht so decken und nicht so stark poolen, sondern eher in die Vertiefung fließen und so die blasse Haut, die noch so ein bisschen dann durchkommt, von dem Plague Marine zu sehen ist. Was man jetzt hier nicht mehr sieht, ist, wie ich noch mit Cowboy Crimson, das ist ein rotes Shade von Games Workshop, die Pusteln bearbeitet habe. So, und im letzten Teil der Grundfarben gehe ich mit einer Dry-Farbe von Games Workshop, nämlich Necron Compound, über alle bronzefarbenen Teile, um so ein bisschen Verwitterung schon anzubringen, die Kanten-Highlights zu setzen und das Ganze schon mal für den nächsten Schritt, das Wash, vorzubereiten. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass ich nicht jede Farbe besprochen habe, die ich hier benutzt habe, aber die Techniken waren natürlich die gleichen. Im Fall der Umhänge zum Beispiel Flash Terrace Red, das habe ich dann auch für die Linsen von den Helmen benutzt, da allerdings etwas verdünnt, damit es nicht so intensiv ist. Für Schädel und so weiter habe ich in der Regel dann einen Skeletten-Horde benutzt, die solchen Granaten dann zusätzlich noch verwatzt mit Thorian Camo Shade. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich noch gemacht habe, das hatte ich jetzt nicht mehr gezeigt, ist Nullen-Oil, also dieses schwarze Wash, auf die ganzen silbermetallenen Gegenstände und auf die Waffengehäuse aufzutragen, um bereits im Vorfeld vor den nächsten Schritten so eine gewisse Differenzierung zu haben, ne? Dass das dann besser rauskommt.
Damit sind die Grundfarben drauf und jetzt kommt der wichtigste Schritt, das Verwatzen. Und dazu benutze ich vor allem Streaking Grime von AK Interactive. So, für den nächsten wichtigsten Schritt benutzt ihr bitte nicht eure besten Pinsel, sondern wie ich hier einen mit synthetischen Borsten, denn wir benutzen Streaking Grime von AK Interactive. Das ist eine Farbe auf Emaillebasis, das heißt löslich mit White Spirits oder auch Terpentinersatz, wie er bei uns heißt. Und den trage ich hier großflächig und großzügig unverdünnt über die komplette Miniatur mit Pinsel auf. Ihr denkt sicherlich, wow, jetzt trägt ihr das komplett drauf auf die komplette Miniatur. Die sieht ja total verhunzt aus. Naja, der große Vorteil an diesen Emaillefarben ist, wie schon erwähnt, sie sind löslich mit Terpentinersatz und brauchen sehr lange zum Trocknen. Das heißt, alles, was ich jetzt auftrage, kann ich auch wieder runternehmen, wenn ich möchte. Und das tue ich dann später auch. Warum mache ich das Ganze nicht mit Airbrush? Ganz einfach, es ist eine riesengroße Sauerei. Ja, also meine Airbrush sauber machen möchte ich dann nicht, weil vor allem benutze ich die natürlich für Acrylfarben. Wie schon gesagt, die Emaillefarben sind löslich mit Terpentinersatz. Das bedeutet auch, das braucht ihr zum Saubermachen eurer Pinsel. Wasser hilft dann natürlich nicht. Das Schöne ist, am Ende bleibt immer noch so eine Färbung, so eine bräunliche zurück. Und das ist ja auch das, was wir letztendlich für die Rüstung wollen. Bräunlich verwatzt. Wie eben schon gesagt, gehe ich jetzt mit White Spirit oder auch deutsch Terpentinersatz ran und entferne wieder einen Großteil von dem Streaking Grime. Dazu benutze ich Q-Tips, die tunke ich dann einmal schön in den White Spirit und dann gehe ich mit einer tippenden Bewegung über die ganze Figur und entferne überall das Streaking Grime, wo ich es wieder runter haben möchte. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf die nach oben liegenden Flächen, also da, wo eigentlich Licht drauf fallen würde, damit das Ganze in den Vertiefungen oder unter der Figur noch dunkler bleibt. Wenn euch das Thema Streaking Grime oder Emaillefarben im Internet schon mal über den Weg gelaufen ist, dann ist es vielleicht aufgefallen, dass manche dazu neigen, ihre Acryl-Grundfarbschicht mit einem Mattlack oder ähnlichem zu versiegeln. Müsst ihr aber eigentlich gar nicht, denn weder Emaillefarben noch der Terpentinersatz reagieren mit den Acrylfarben. Das heißt, wenn ihr darauf rumtippt und wieder die Emaillefarben runternehmt, nehmt ihr nicht auch noch die Acrylfarben wieder mit runter. Solltet ihr aber bei eurer Arbeit mit Emaillefarben und Terpentinersatz trotzdem auf einmal eure Acrylgrundfarben mit runterreiben, dann aus genau dem Grund, dann habt ihr einfach zu fest drauf rumgerieben in Zusammenarbeit mit einer Flüssigkeit und das kann natürlich dazu führen, dass man Acrylfarben mit abreibt. Deswegen tippt einfach nur drauf rum und nehmt die Farben so mit runter. Bei den Q-Tips würde ich euch noch empfehlen, kauft nicht die allerbilligsten, sondern versucht welche aus dem Make-up-Bereich zu bekommen. Denn, wie wir alle vielleicht wissen, Q-Tips neigen zum Fusseln. Und ich musste leider schon die Erfahrung machen, dass dann, nachdem alles getrocknet und fertig war, viele, viele Fussel wieder von der Miniatur zu entfernen waren, die sich einfach gerade bei Nörgel an ihren spitzen Ecken und Kanten beim Abtippen einfach verfangen haben. Und wo ihr mit Q-Tips nicht mehr hinkommt, na, dann nehmt ihr ganz einfach euren schönen Synthetik-Borstenpinsel und nehmt das Drinking Grime runter oder wahlweise auch gern wieder drauf, wenn ihr etwas zu viel weggenommen habt. Und am Ende schön trocknen lassen. Na, das sieht ja schon mal nörgelig aus, aber jetzt geht's weiter mit Riser Rust und den Rosteffekten. Riser Rust ist ja eigentlich eine Trockenbürstfarbe, aber wir benutzen die etwas anders und zwar eben feucht, ne? Und tragen die überall da auf, wo wir meinen, dass Rost hinkommen müsste.
Das Riser Rust sieht jetzt hier noch etwas stark aus, ist aber absolut notwendig, weil wir es im nächsten Schritt noch etwas abschwächen werden. Und damit das noch wie frischer Rost aussieht, brauchen wir ja einen etwas neuer, intensiveren Ton hier im ersten Schritt. Zurück zu den Emaillefarben, und zwar zu den Rust Streaks von AK Interactive. Die trage ich auch wieder mit meinem Synthetikpinsel auf vor allem die Riser Rust Stellen auf, etwas oben drüber, weil die Rust Streaks letztendlich den alten Rost simulieren sollen. Da stellen wir dann im nächsten Schritt Übergänge zwischen den Rust Streaks und eben den Riser Rust her. Und zurück zu unserem guten alten Tapentina-Satz. Mit dem gehen wir jetzt wieder ran und entfernen einen Großteil der Rust-Tracks wieder. Achten aber darauf, dass wir so einen kleinen Übergang schaffen zwischen Riser Rust und den Rust-Tracks. Als letztes kümmere ich mich noch um die prägnanten Rüstungsdetails und benutze dafür Thorny Camo Shade von Games Workshop. Das ist so ein grün-bräunlicher Ton und den trage ich eben in mehreren Schichten auf Details wie Schädel und so weiter auf, von denen ich einfach möchte, dass sie noch etwas kränklicher aussehen. Und wenn ihr mit allem fertig seid, dann bekommt ihr so ungefähr das Ergebnis. Es sei noch zu erwähnen, dass noch ein paar Kleinigkeiten dazugekommen sind. Zum Beispiel habe ich auf alles Organische, von dem ich meinte, dass es feucht sein muss, das ist ein Glanzlack von Games Workshop aufgetragen. Ich habe noch Nurgle's Rot auf irgendwelche Pusteln und irgendwelche Schleimtropfen aufgetragen. Und ich glaube, ich bin auch bei ihm hier nochmal mit Karabog Grimson Shade in die Augen gegangen, um da so einen ja, leicht rötlich ungesunden Touch zu erzielen. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen und habt ein bisschen was mitgenommen für eure eigenen Techniken. Ich möchte mal klarstellen, dass das nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ne? Also diese Technik habe ich mir selbst abgeschaut, und zwar von Sadkasken Miniatures. Da findet man auch im Internet unter grimdarkcompanion.com. Und da habe ich im Prinzip all das gelernt, was ich jetzt hier eingesetzt habe. Das habe ich nicht eins zu eins gemacht. Ich habe hier natürlich für meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen was adaptiert. Aber im Großen und Ganzen basiert das alles auf seinen Ideen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei, da kann man einiges mitnehmen an Informationen. Aber das war es noch nicht zum Thema Death Guard, denn wie ihr hier seht, haben die Minis ja noch schöne Bases. Wie ich die angemalt habe, das werde ich euch in den nächsten Wochen auch noch zeigen. Genauso wie ich die Poxwalker angemalt habe, denn die gibt es auch noch bei der Death Guard. Und am Ende von diesem Video seht ihr da schon mal eine kleine Vorschau darauf, wie die bei mir aussehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo freuen. Und ansonsten sage ich jetzt tschö und lasse euch noch mit dem kleinen Preview zu dem Poxwalker zurück.